22. Tag 230 nach dem Blitz. Tief in Mississippi. Umgeben von alten Leichen saß ich im geparkten Auto und sah Jackson dabei zu, wie er sich durch den Sturm kämpfte. Er hatte die Armbrust im Anschlag, das Gewehr war um seine Schulter geschlungen und an seinem Gürtel ein Benzinkanister aus Plastik befestigt. Ein Lehrer natürlich. Wir hatten Louisiana noch nicht hinter uns gelassen, als uns bereits der Sprit ausgegangen war. 9 Tage war das jetzt her. Seitdem hatte er hier und da 1 Liter abgestaubt und uns neue Autoteile besorgt. 3 Paar Scheibenwischer und 2 Luftfilter hatten wir schon verschlissen. Und dank des stark anhaltenden Sturms waren wir nicht mal 30 Kilometer vorangekommen. Heute suchte er in einer Rasenmäherwerkstatt nach Benzin. Er dachte, die Milizsoldaten hätten sie vielleicht übersehen. Alles andere hatten sie mitgenommen. Nahrung war knapp, genau wie Jackson prophezeit hatte. Bald würden wir keine Konserven mehr haben. Zum Glück fanden wir manchmal etwas übrig gebliebenes Wasser in Wasserkochern, womit wir einigermaßen auskamen. Ich kniete mich auf den Sitz, drückte meine Stirn gegen die Scheibe und kniff die Augen zusammen. Die Sicht war schlecht. Das Auto schaukelte hin und her. Asche wirbelte über tote Körper, die überall verstreut lagen, wie Sand um sturmumtoste Dünen. Wenn Jackson auf eine Leiche stieß, wich er ihr nicht aus, sondern stieg einfach über sie hinweg. Er überfuhr sie auch. Zunächst hatte ich ihn noch gebeten, die Körper zu meiden, doch nach ein paar Tagen war mir klar geworden, wie dumm meine Bitte gewesen war. Bei einer so geringen Luftfeuchtigkeit und den wenigen Vögeln und Insekten hielten sich Leichen lange und sammelten sich mit der Zeit an. Jackson hatte gesagt, in den Städten sei es noch schlimmer. Nie hätte ich mir träumen lassen, dass es so viele wären. Und dennoch war ich erleichtert, mit ihm unterwegs zu sein. Ich hatte das Gefühl, als wäre etwas von dem Druck der letzten Monate von mir genommen worden. Obwohl meine Trauer um Mom immer noch frisch war, lähmte sie mich nicht mehr so sehr wie noch die ersten Tage. Zumindest die Tränen konnte ich jetzt zurückhalten. Sie schienen Jackson richtig gehend zu stören, als würde er sie als persönliche Beleidigung auffassen. Andererseits verbrachte er die meisten Stunden des Tages damit, sich über mich zu ärgern. Ich wusste nicht recht weshalb. Mit seinen Launen kam ich kaum mit. Der Sturm wurde stärker. Ein Weihnachtsbaum aus Plastik trieb an uns vorbei. Ein rußgeschwärzter Wäscheständer wurde ruckartig die Straße hinuntergeschoben und Trümmer gegen unseren Wagen geschleudert. Jackson war dort draußen in der brachliegenden Wüste allein der Gefahr ausgesetzt. Die Straßen hatten die Miliz in der Tat freigemacht. Sie hatten sämtliche Autowracks niedergewalzt und seitlich aufgetürmt, bis sie wie Wagenbogen in die Höhe ragten. Wie tödliche Windkanäle. Als Jackson sich neben einen Rasenmäher hinunterbeugte, der in dem kleinen Hof geparkt war, kaute ich auf meiner Unterlippe herum. Doch Jackson schien nichts für Angst übrig zu haben. Er führte seine Aufgabe routiniert aus. Ich sah, wie er einen Saugschlauch in den Motor des Mähers klemmte und mir durch die Geste zu verstehen gab, dass alles in Ordnung war. Clever, Jackson. Er war anders als damals in der Schule. Härter irgendwie und so beherrscht. Manchmal vergaß ich, dass er nur 2 Jahre älter war als ich. Und doch, in seltenen Momenten, erhaschte ich einen Blick auf den 18-jährigen Jungen. Einiges an Jackson war gleich geblieben. Er war noch immer unberechenbar, unwiderstehlich, unmöglich zu ignorieren und verwirrend. Obwohl ich gerne dort draußen gewesen wäre, um ihm zu helfen, lehnte er jedes Mal ab. Und später kritisierte er mich dann, dass ich mich nicht genug anstrengte. Manchmal hatte ich das Gefühl, es ihm nie recht machen zu können, als würde er absichtlich einen Keil zwischen uns treiben. Doch ich wusste nicht, weshalb. Als er den Benzinkanister neben den Tank des Rasenmähers abgestellt hatte, zog er sein Bandana herunter und steckte sich den Schlauch zwischen die Zähne. Sein Zögern entging mir nicht. Auch wenn er erfahren genug war, um kein Benzin in den Mund zu bekommen, würde er die Dämpfe einatmen. Aus dem Augenwinkel sah ich ein Stück Blech durch die Luft auf ihn zurasen, das wie eine gigantische Rasierklinge alles zerschnitt, was ihr in den Weg kam.
»Pass auf!« schrie ich, doch er konnte mich unmöglich hören. Er duckte sich allerdings von allein. Ich presste meine verschwitzten Handflächen gegen das Autofenster und stieß den Atem aus. Er sah mich an. Die Sonnenbrille verbarg seine Augen, doch ich wusste, dass wir den gleichen »heilige Scheiße«-Blick aufgesetzt hatten. Dann machte er sich wieder an die Arbeit. Eine weitere Böe erfasste den Wagen. Noch mehr Wind, Schaukeln und Asche. Ich verlor ihn aus den Augen. Mir rutschte das Herz in die Hose, als er verschwand, verschluckt vom Dunst. Angst übermannte mich. Ich verabscheute diese Hilflosigkeit. Wenn er nicht in meiner Nähe war, drohten die Stimmen wiederzukommen. Ich versuchte mich zu beschäftigen, indem ich die toten Menschen um das Auto herum betrachtete. Jackson hatte mir aufgetragen, auf die neueren Leichen zu achten. »Weil sie dir etwas über die Situation verraten.« Als er meinen ahnungslosen Blick bemerkt hatte, hatte er erklärend hinzugefügt, »Eine Kugel zwischen den Augen deutet auf ein Opfer der Milizen. Daran kannst du sehen, wann zum letzten Mal bewaffnete Männer vorbeigekommen sind. Jemand, der erschlagen oder erwürgt wurde. Eher ein Survival of the Fittest Mord. Verzweifelte Überlebende haben sich um Vorräte gestritten, also ziehst du weiter, denn du wirst nichts zu essen finden. Eine Stichwunde im Rücken? Ein hauseigener Konflikt. Familienmitglieder oder Freunde, die sich gegenseitig um die Ecke gebracht haben. Auch hier. Schau, dass du weiterkommst. Opfer von Wiedergängern erkannte ich von alleine. Ihre Gesichter waren vor Schreck erstarrt und ihre Hälse übel zugerichtet. Offensichtlich waren Bisse nur dann ansteckend, wenn die Opfer den Angriff überlebten. Ich würde immer Salz in der Tasche meines Kapuzenpullis haben. Rot von Zahn und Klaue. Ich werde mich an deinen Knochen laben. Die Hände zu Fäusten geballt, versuchte ich, die Rufe der Arkaner zurückzudrängen. Es strengte mich sehr an. Mittlerweile sehnte ich mich nach Jackson, weil er mir Frieden brachte. Neue, junge Stimmen flüsterten. »Ich breche über dich herein wie Dunkelheit. Wehe den verfluchten Besiegten.« Ich glaubte, Matthew aus dem Chor herauszuhören. »Verrückt wie ein Fuchs.« Also das hatte er gemeint. Der Satz war sein Ruf. Und ich dachte, er hätte wieder irgendwelchen Kauderwelsch von sich gegeben. Dann meldete sich der Tod. »Komm zu mir, Herrscherin. Ich habe so lange gewartet.« Ich erkannte ihn sofort. Oft sprach er mich direkt an und raubte mir damit den letzten Nerv. Ich strich mir über die Arme und schlang sie verzweifelt um mich. Wo war Jackson? Was, wenn er nie wieder zurückkam? Was, wenn ein zweites Stück Blech... In diesem Moment hörte ich ihn vor dem Auto. Leitete er Benzin hinein? Er warf den Kanister in den Kofferraum, mühte sich damit ab, die Tür auf der Fahrerseite zu öffnen und zwängte sich schließlich durch den schmalen Spalt auf den Sitz. Eine Windböe warf die Tür hinter ihm ins Schloss. »Jackson, ich hab mir solche Sorgen gemacht!« Er riss sein rußiges Bandana herunter und holte tief Luft. Die Stimmen wurden zu einem Flüstern und dann waren sie verschwunden. Während ich eilig eine Feldflasche für ihn öffnete, fragte ich mich, ob er mich zittern sah. »Ich konnte dich nicht mehr sehen.« Er nahm sich Zeit, legte die abgesägte Flinte zwischen seinen Sitz und die Konsole und seine Armbrust griffbereit auf die Rückbank. Mit finsterem Blick fixierte er die Flasche, bevor er sie entgegennahm. Nach einem kräftigen Schluck wischte er sich mit dem Ärmel über den Mund. »Ich habe dafür gesorgt, dass du in meinem Blickfeld bleibst«, erwiderte er kurz angebunden. »War er schon wieder verärgert?« »Ich sage ja nur, dass ich mir Sorgen gemacht habe.« »Dein Bodyguard ist unbeschadet zurückgekommen, aber vielleicht willst du dich ja nach einem besseren umsehen. Ich habe nur ein paar Liter beschaffen können und nichts zu essen.« Er schaltete den Motor ein. Sofort kratzten die Scheibenwischer über das sandige Glas wie Fingernägel über eine Tafel. »Ein paar Liter sind doch unglaublich. Damit schaffen wir es endlich nach Alabama.
Und heute Abend finden wir etwas zu essen. Ich habe ein gutes Gefühl. Er schien etwas besänftigt und kramte in seiner Tasche. Das habe ich dir mitgebracht. Vielleicht hilft es dir mit dem Hunger. Er reichte mir eine angebrochene Packung, in der sich noch 3 Fruchtkaugummis befanden. Die gleiche Marke, die meine Grams immer so geliebt hatte. Die Realität traf mich wie ein Schlag. Jeder Kaugummi, an dem ich mich erfreute, bedeutete einen weniger in der Welt, der nie wieder ersetzt würde. Unsere Blicke trafen sich. Danke, Jackson. Er zuckte unbehaglich mit den Achseln. Röte stieg ihm in die Wangen. In diesem Augenblick sah er wieder ganz wie ein 18-jähriger Junge aus. Ich konnte nicht anders. Ich musste lächeln. Ist nicht so, als wären wir verlobt oder so, murmelte er. Und jetzt weg hier. Ich glaube, ich habe in einem Haus hier in der Nähe einen Vorhang flattern sehen. Wir werden beobachtet. Da sind Menschen? Rief ich. Manchmal, wenn wir auf der Suche nach Vorräten Häuser inspizierten, erspähte ich eine zuschlagende Tür oder eine in der Ferne davonstürmende Gestalt. Anders als Jackson glaubte ich nicht, dass alle Welt böse war. Doch niemand zeigte je sein Gesicht. Richtige, lebendige Menschen? Er blickte mich ernst an. Das sind die Schlimmsten. Ich reckte trotzdem den Hals. Warum bist du so darauf fixiert, andere zu treffen? Ist dir meine Gesellschaft nicht genug? Und wieder ist er beleidigt. Natürlich ist sie das. Es ist nur... Bevor du dir einen anderen Gesprächspartner wünschst, denk daran, dass wir gleich in die Nähe einer großen Stadt kommen. Oder anders ausgedrückt, ins Territorium der Sklavenhändler. Obwohl wir es beide hassten, eine Strecke wieder zurückzufahren, waren wir dazu gezwungen, wenn wir wieder auf die Autobahn wollten. Jackson hielt Zurückfahren für einen taktischen Fehler, und ich hatte diesbezüglich fast schon so etwas wie eine Zwangsneurose. Wir überfuhren dieselben Bremsschwellenleichen wie vorher. Dadang, dadang. Und kamen an den gleichen besprühten Straßenschildern vorbei. Jemand hatte in Rot bereut darauf geschrieben. Darunter stand in Schwarz oder was. Zurück auf der Autobahn machte sich Schweigen zwischen uns breit. Eine herrliche Stille. Ich nahm eine vergilbte Cosmopolitan aus dem Handschuhfach, doch statt auf das Heft konzentrierte ich mich auf Jackson. Mit der einen Hand umfasste er gedankenverloren das Lenkrad, während die andere die Narben auf seinen Fingerknöcheln nachzeichnete. War er immer noch eingeschnappt, weil ich gehofft hatte, anderen Menschen zu begegnen? Frustriert, weil wir heute kein Essen hatten ranschaffen können? Wie konnte er so gedankenverloren und ruhelos zugleich wirken? In den letzten Tagen hatte ich viel über meinen Kaiyun Bodyguard erfahren, doch jede meiner Entdeckungen warf neue Fragen auf. Ich hatte erfahren, dass er weite Strecken in vollkommener Stille zurücklegen konnte, wo Brandon ein offenes Buch gewesen war, behielt Jackson seine Grübeleien für sich. An was dachte ein Junge wie er, ein Überlebender der Apokalypse den ganzen Tag? An was dachte ein Junge wie er, ein Überlebender der Apokalypse den ganzen Tag? Warum strich er sich so oft über die Narben auf seinen Händen? Dachte er an alte Kämpfe zurück? In anderen Momenten hatte ich das Gefühl, besser dran zu sein, wenn ich nicht wusste, was in ihm vorging. Ich sollte die Stille einfach genießen. Die Stimmen waren besiegt. Ich hatte meinen Frieden, zumindest für eine Weile. Meine Stirn ruhte an der Scheibe. Ich starrte auf angesenkte Plakatwände, die für etwas warben, was wir nie wieder würden kaufen können. Eine Reise nach Hawaii, einen neuen Computer oder eine Behandlung für dauerhafte Haarentfernung in einem Spa. Gott sei Dank hatte Mel mich mitgenommen, als sie sich letztes Jahr hatte lasern lassen. Die Packung Kaugummi in der Hand schloss ich die Augen. Jede Ruhepause von den Stimmen gestattete mir, mich zu konzentrieren, mir mein Leben vor dem Klinikaufenthalt in Erinnerung zu rufen. Der Kaugummigeruch versetzte mich zurück zu dem Tag jener schicksalhaften Fahrt mit Gwen. »Noch vor deinem 16. Geburtstag bringe ich dich wieder nach Heaven«, sagte sie. »Wenn du auf dein Schicksal vorbereitet bist.« »Mein Schicksal?« »Minzschokoladensplitter oder Butterpekernuss?« »In meinem Geldbeutel liegt eine Schachtel Tarotkarten«, sagte Gwen.
Ich möchte, dass du sie dir ansiehst. Wirklich ansiehst. Okay. Ich kramte in ihrer riesigen Handtasche, stieß auf die Gardeniencreme, wurde von einer Kaugummipackung abgelenkt. Ivy, die Karten. Ich nickte, holte das Päckchen hervor und hob die obere Karte ab. Die Trumpfkarten sind die elegantesten, die großen Arkana. Große was? Große Arkana. Das ist lateinisch und bedeutet große Geheimnisse. Du und ich, wir werden eine ordentliche Ladung davon abbekommen. Mit einem Mal wirkte sie traurig. Das ist das Schicksal unserer Familie. Sie schüttelte ihren Kummer ab und fügte hinzu: Die Details der Bilder sind wichtig. Sie müssen wie eine Landkarte gelesen werden. Ich sah eine Karte mit einem geflügelten Engel, eine mit einem alten Mann in einer Robe und eine mit einem Löwen. Auf ein paar von ihnen waren Hunde abgebildet. Das Bild einer blonden Frau in einem mohnroten Talar beeindruckte mich besonders. Auf ihrer Haut prangte eine Krone mit 12 Sternen. Hinter ihr erstreckten sich grüne rote Hügel, soweit das Auge reichte. Ihre Arme waren ausgebreitet, als würde sie sich nach einer Umarmung sehen, doch ihr Blick wirkte tückisch. Gwen wechselte die Spur und blickte auf die Karte. Das bist du, Ivy. Du bist die Herrscherin. Eines Tages wirst du alle Geschöpfe kontrollieren, die Wurzeln schlagen oder blühen. Du wirst riechen wie sie. Sie werden dich an deinem Duft erkennen. Halb runzelte ich die Stirn, halb blickte ich grinsend zu ihr auf. Gwen sagte manchmal wirklich seltsame Dinge. Ich ging noch ein paar Karten durch, bis ich ihn sah. Einen Ritter in schwarzer Rüstung, der auf einem cremefarbenen Pferd saß. Das arme Tier hatte blutunterlaufene Augen. Ich liebte Pferde. »Die Details, Ivy«, sagte Gwen mit strenger Stimme, während sie erneut in den Rückspiegel blickte. Menschen knieten vor dem Ritter. Sie weinten und schienen ihn anzuflehen. Er hatte einen Stock über ihre Häupter erhoben. Sie hatten Angst. »Die Todeskarte erschreckt dich nicht, wahr, meine Süße?« fragte Gwen. »Oder vielleicht wirst du auch richtig wütend, wenn du sie dir ansiehst?« »Ivy, bist du wach?« fragte Jackson. Ich blinzelte, die Erinnerung verblasste. »Ja, was ist los?« Gott, ich konnte es kaum erwarten, Gwen wiederzusehen. Endlich würden all meine Fragen, die mich schier um den Verstand brachten, beantwortet. Jackson öffnete den Mund, um etwas zu sagen, machte ihn wieder zu, öffnete ihn. »Vergiss es«, meinte er schließlich. Ich zuckte die Achseln und starrte erneut aus dem Fenster. Mir war klar, dass Jackson sich in einer ähnlichen Situation befand wie ich. Wenn wir erst einmal in den Outer Banks angekommen waren, hatte er ebenfalls einige Rätsel zu lösen. Meine Geheimnisse machten ihn verrückt. Noch immer horchte er mich über die Pflanzen und meine Visionen aus. Gestern hatte er gefragt: »Wenn wir es nicht bis nach North Carolina schaffen, können wir für einige Zeit irgendwo campen. Was müsste ich dir besorgen, damit du die Samen zum Wachsen bringen kannst?«